Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video und zwar geht es heute um einen Monsunregen. Es hieß ja, bei einem Monsunregen kann Safety Car rauskommen, wie zum Beispiel bei Debris bekommt man einen Reifen, also einen platten Reifen. Und das wollte ich heute mal anschauen. Und zwar seht ihr schon, das ist in meiner Karriere passiert. Ich war mit meinem Honda auf Platz 13. Geschichte dazu, die KI war zu dumm von Wett auf Inters zu wechseln und dann war ich plötzlich 13. und ein paar Strafen. Nicht also trotzdem geht es jetzt zum Start, ich habe da auch mal ein bisschen zusammengeschnittelt, dass es nicht so ein 1-Minuten-Video wird, wie Vortrex es beim Debris gemacht hat, als er einen Platten bekam. Ist mir noch nie passiert, aber gut zu wissen, dass es passieren kann. Kann ich auch gerne unten nochmal verlinken. Nicht also trotzdem, ja, war ich ganz gut weggekommen beim Start und jetzt hier noch mal ein Perez vorbei. Die Bremsen in der Kurve halt echt mega früh. Aber ich erzähle jetzt mal weiter zur Geschichte. Hatte Patty in Kanada in seiner Karriere schon mega ein Regenrennen. Und da dachte ich mir, haha, passiert mir sicher nicht. Und ja, man sieht es schon, es war Full-Wett-Bedingung, ich war am Struggle und dann habe ich ihm ein Foto reingesendet. Und dann, ich glaube, das war Swaggy oder Robert oder Vortrex, und hat gesagt, dass bei circa Runde 5, 6, 7 ein Monsunregen kommt, also da dementsprechend auch ein Safety Car. Das wollte ich mal schauen, denn wir haben es gesehen oben, das Symbol für den starken Ring, das war da. Und deshalb lasse ich jetzt einmal das Gameplay im Hintergrund ein bisschen laufen, damit das auch eine kleine Geschichte bekommt. Also ich sehe, ich war am Stroll kurz vorbei. Glaube ich zumindest. War ich das? Nein, aber am Perez, genau. Ja, will hier reinstechen, mache ich auch, aber ich bin halt dann aus für die nächste Kurve. Also hat mir im Grundeffekt dann nichts gebracht, außer dass ich mich hier fast selber abschieße. Also Full Wet ohne Traktion ist echt not so nice. Ja, bin jetzt wieder vorbei. Gleiche Kurve, wie ich Perez überholt habe. So, da kommt auch schon der Schnitt hier. Ja, wir sind nun in Runde 5. Und zwar war ich so am Fahren. Ich dachte so, ja gut, jetzt müsste mal das Safety Car kommen. Denn ich muss sagen, der Regen wurde nicht stärker, aber halt die Anzeige war, hat es mir oben angezeigt. Wir sehen hier auch Hamilton mit einer schnellsten Runde und Safety Car kommt raus. Sind immer noch 20 Autos im Rennen, also müsste das dann halt auf den Regen zurück zu finden sein. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Ist auch schon später, ich bin Schweizer, ich darf das. Auf jeden Fall kommt dann das Safety Car raus, obwohl sogar noch Lewis Hamilton eine schnellste Runde gefahren ist. Also da verstehe ich das nicht so, weil für mich selber beim Fahren war es auch nicht so, dass das Wetter schlimmer wurde. Ja, war halt so. Dachte ich mir so, lasse ich mir schön Zeit und plötzlich stehen hier Ricciardo, Massa und Verstappen. War dann plötzlich auf Platz 5 und konnte das Safety Car überholen. Und zwar schauen wir jetzt doch mal, was genau passiert ist. Also, ich fahre hier, Hamilton war der Führende, geht über die Start-Ziellinie und das Safety Car kommt raus. So, Safety Car ist glaube ich in fünfter Position, wenn man so sieht, aber da Hamilton schon vorbei war, darf man das doch überholen. Also wir sehen jetzt da auch, das Safety Car wird dann aber plötzlich langsamer in die Sektor ein und plötzlich fahren da Autos rein und die Punkte bleiben da halt beim Safety Car. Also wahrscheinlich hat das Safety Car abgebremst und die KI ist da reingedonnert. Habe ich leider verpennt, einen Replay anzusehen. Ist aber halt so. Und eben muss ich echt sagen, ich finde das nice, dass das aber überhaupt funktioniert mit den Safety Cars. So, dann sind wir hier schon beim Restart. Da hole ich gerade noch so auf Bottas auf.
Und es war so, ich muss sagen, der Regen wurde ab während der Safety Car wieder ein bisschen stärker. Und ich war dann halt nicht richtig vorbereitet und Donner Potters hinten rein. Und ich hatte überhaupt keinen Bock, also habe ich einen Replay angeschaut. Ich glaube, das war auch schon um 8 Uhr, also 8 Uhr ist zwar nicht spät, aber naja, Konzentration ist nicht da gewesen. Hab dann da schon extrem früh gebremst. Boah, das kommt da auch schön weg. Ja, das war's eigentlich also. Man sieht, beim Monsunregen kommt Safety Car raus. Hatte ich auch noch nie. War eine lustige Erfahrung. Vor allem, dass ich 3 Plätze gewonnen habe, weil Ricardo, Massa und Verstappen raus sind. Auf Platz 5 ein Honda zu fahren, ist nicht einfach. Und dann kommen wir hier, plötzlich stehen die ersten 4. Ich donner da fast hinten rein, denn Vettler Templeton überholt und Bottas lässt mir halt die Tür offen. Ich gehe da rein, drücke ihn noch schön raus. Und schon bin ich auf Platz 4. Also, overall, ein ziemlich nices Rennen für mich. Ein Podium einzufahren, das wäre halt schon fast zu unrealistisch gewesen, wahrscheinlich. Ist halt immer noch auch das erste Karrierejahr. Ja, das war's eigentlich. Hier schmeiße ich mich auch noch mal fast weg von der Strecke. Und jetzt kommt das Allerbeste vom Rennen. Eine Flying Lap with Ruhu im Honda. So, Turn 1 links, Gas geben, bremsen, Gang 2 runter, rechts. Hab's wie ein V genommen. Beschleunige halt raus, was sonst. Also, liebe Curbs, und ich muss halt sagen, die KI, also in Kanada war die KI echt komisch. Ich weiß nicht, also ein paar Strecken, zum Beispiel in Baku, ist die KI ultra schnell, da wurde ich zerstört mit meinem Honda. Da bin ich halt echt letzter geworden. Aber bei anderen Rennen konnte ich da halt vorne mithalten, wie hier in Kanada. Genau. Jetzt auch schon zur Haarnadel runter. Bottas immer noch hinter mir und auch nicht so, dass der jederzeit überholen könnte. Bottas hatte schon einen kleinen Abstand zu mir. Also war ein ganz komisches Rennen. Mit Full Wet, dann Monsunring, Safety Car. Mittlerweile ist auch Querline ausgefallen. Etwa so Runde 12 oder so. Also nur 16 Autos. Ja. Und noch in die letzte Schikane zur Wall of Champions. Ist auch nicht mehr so schlimm wie auch schon früher. Und da habe ich mich doch schon ein bisschen gefreut, Platz 4 mit einem Honda zu fahren. Ich hatte halt auch noch die schnellste Runde, wie man noch rechts sieht. Und ich wollte halt wirklich sicher sein, dass das Safety Car wegen dem Monsunregen kam. Und nicht wegen was sonst, denn man sieht, Ricardo, Verstappen, Massa sind da ausgefallen. Und dann halt Wehrlein in Runde 12. Also das Safety Car kam wirklich wegen dem Monsunregen. Ja, das war's dann eigentlich für mich. Für mich heißt es nächstes Mal Australien. Ich glaube, das wird das nächste Mal sein, wenn ihr mich hört oder im Bild habt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Schaut ihm unsere Videos an. Tschüss!